Hallo Leute, ich bin LegendKiller und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr Skins im Workshop veröffentlichen könnt, beziehungsweise ich wollte einfach mal ein komplettes Tutorial machen, wie ihr eigene Skins im Workshop erstellen könnt, beziehungsweise ja, wie ihr Skins selbst erstellen könnt, da das letzte Video den meisten Leuten nicht gefallen hat von mir. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie ihr einfach so im Workshop ein paar Sachen bearbeiten könnt. Sie wollten aber ein komplettes Tutorial haben, deswegen kommt das hier. Und ich sitze jetzt schon so ein, zwei Stunden hier dran und habe ein bisschen versucht, was hinzukriegen. Und ja, wir fangen ganz einfach mal an. Zuerst könnt ihr euch schon mal die Programme, die hier oben, die ihr seht, okay, das ist nicht, das ist ein Bild. Die drei Programme werdet ihr dafür brauchen. Einmal den VTF-Edit, GFC Space und HXD. Drei Programme braucht ihr. Zwei Programme hier habe ich schon verlinkt. Das andere ist einfach so eine Art Editor, sowas wie Notepad++. Und fangen wir ganz erstmal an, indem ihr euch diese Sachen am besten installiert. Einfach in die Beschreibung gucken, dann hier am besten den Installer downloaden, hier den Installer downloaden und einfach die Installation ausführen. Ist keine große Sache, ich denke, ihr schafft das schon. Und dann wollen wir uns als erstes natürlich diese Materialien besorgen, damit wir damit wir halt unsere Waffen auch bearbeiten können. Dafür gehen wir einfach mal in Steam rein. Und auf die Bibliothek, dann auf Counter-Strike einen Rechtsklick machen, auf Eigenschaften, dann lokale Daten durchsuchen, also hier oben lokale Daten durchsuchen, dann sind wir hier in diesem Ordner und drücken dann auf CSGO, gehen runter und öffnen hier die Pack01-DIR mit dem, ich schließe das mal hier alles, GFC Spacer, sollte eigentlich automatisch ausgewählt sein, einfach öffnen. Und schon öffnet sich das Programm und wir machen dann einen Klick auf Materials, drücken die Steuerungstaste und wir drücken auf Models, dass wir die beiden Sachen ausgewählt haben, drücken einen Rechtsklick auf Extrahieren und jetzt könnt ihr euch halt einen Ordner aussuchen. Ich habe mir einfach mal einen Ordner gemacht, den ich CSGO Skins gemacht habe, hab dann auf OK gedrückt, beziehungsweise ihr drückt dann auf OK. Das Ganze mache ich jetzt nicht, da ich das schon gemacht habe. Wie gesagt, ich habe das ganze Video schon einmal, nicht aufgenommen, aber einmal durchgespielt. Und das Ganze dauert so 5 bis 10 Minuten, je nachdem, was ihr für einen PC habt. Bei mir hat das, glaube ich, auch so 5, 6 Minuten gedauert, bis die ganzen Daten extrahiert wurden. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr dann anschließend in diesen Ordner rein, was bei mir unter D ist und dann einfach CSGO Skins. Dann habt ihr hier die beiden Ordner, die ihr extrahiert habt. Ich weiß gar nicht, ob ihr auch beide braucht, aber in den Tutorials, die ich mir angeguckt habe, haben die immer gesagt, extrahiert beide. Deswegen sage ich das euch auch so. Also geht ihr dann auf Materials, geht dann runter oder drückt die M auf die Tastatur und DM, dann drückt M auf die Tastatur, geht dann runter auf Models und anschließend drückt ihr W und drückt dann auf Weapons und dann habt ihr hier unten einmal das V-Models oder V-Models und W-Models. Wir gehen in V-Models, weil das, so wie ich das mitbekommen habe, die höher auflesenden Models sind und drücken dann drauf und hier habt ihr dann alle Skins, die von Anfang an, in dem Spiel sind. Und wir wählen jetzt einfach mal die AK-47 aus, da wir jetzt einfach mal die AK bearbeiten wollen. Und jetzt haben wir hier drei Dateien. Wir wählen die Datei .vtf aus. Und wenn wir die öffnen wollen, bekommen wir eine Fehlermeldung. Solltet ihr die nicht bekommen, ist bei euch alles gut. Solltet ihr die Fehlermeldung bekommen, öffnet ihr hier HXD. Moment, ich schließe das mal im Hintergrund. HXD, einfach mal öffnen. Drücken dann auf File, Open und jetzt müsst ihr in diesen Ordner rein. Ich habe das vorhin mal mit der MP7 ausprobiert und also einfach in den Ordner, wo ihr die Dateien halt extrahiert habt und wir suchen uns AK nicht unter Nice, nicht unter Pistol, da AK und wählen hier auch die .vtf Datei. Drücken anschließend auf Öffnen. Jetzt öffnet sich das Ganze. Jetzt müsst ihr vorsichtig sein, was ihr hier macht, denn ihr müsst hier unter .08 oder unter 08 müsst ihr zwischen 0 und 5 drücken. Das ist ganz wichtig, dass ihr dazwischen drückt und anschließend drückt ihr dann, weil ihr habt ja diese Fehlermeldung gesehen, ich kann das ja nochmal ganz ausführen. Error Version 7.5 und das supportet halt nur irgendwie 7 bis 4. Deswegen müssen wir das Ganze in Version 4 umwandeln, weswegen wir einfach nur die 4 drücken und schon können wir es abspeichern und wir können auch HXD wieder schließen. Das Dumme ist halt, ich habe keinen anderen Weg gefunden. Ich hatte jetzt auch nicht Lust weiter zu suchen, da diese Methode funktioniert. Und jetzt habe ich wirklich das alles geschlossen.
Und ja, wenn ihr eine andere Methode findet, könnt ihr sie auch gerne in die Kommentare schreiben. So müsst ihr das halt leider für alle Skins einzeln machen, die ihr bearbeiten wollt. Aber ich habe, wie gesagt, keinen anderen Weg gefunden. Dann gehen wir auf V-Models und jetzt wählen wir wieder die AK, AK, AK. Da. Und jetzt können wir die Datei öffnen. So, jetzt sehen wir hier, wenn ich das auf Vollbild schalte, kann man hier rauszoomen. Auf jeden Fall seht ihr hier das AK-Model. Dann gehen wir hier links in die Seite und wählen No Minimap und No Limit of Details aus. Warum weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe das Ganze auch nur aus Tutorial, was ich euch hier erkläre. Dann wählen wir auf File und dann auf Export. Jetzt kommt es drauf an. Habt ihr Photoshop, dann wählt ihr als .tga aus, also lasst das einfach so und speichert. Habt ihr so wie ich kein Photoshop, sondern nur GIMP, könnt ihr eine JPEG-Datei auswählen und wir nennen das einfach mal AK47. Ich speichere das Ganze jetzt mal auf meinen Desktop. So, und das Programm können wir schließen. Jetzt habe ich hier das Modell und dann gehe ich auf Eigenschaften, habe das geändert, dass das sich mit GIMP öffnet und jetzt öffne ich das Ganze einfach mal mit GIMP. Das kann ein bisschen dauern. Okay, so lange hat es jetzt auch nicht gedauert. Und jetzt wählen wir einfach mal I Love Me. Zack. Und dann machen wir das Ganze. Nein. So. Skalieren. Verschieben. Falsches Werkzeug. So. Verschieben wir das Ganze einfach mal dahin. Und dann machen wir mal hier. Grün. Zack. Okay. Ach ja. Scheiße, so viel wollte ich gar nicht. Okay, wir machen das nicht. Wir nehmen einfach den Pinsel und machen das hier. Größe ändern. So. Naja. Aber es reicht auf jeden Fall, um zu sehen, was hier gemacht wird. Und ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber so wie ich das mitbekommen habe, darf das Ganze nur eine Ebene sein. Deswegen drücken wir hier einen einfachen Rechtsklick, wo die Ebenen sind und suchen uns das Ganze. Wo war das? Es gibt doch einen. Ich sehe es gerade nicht. Neue aus Sichtfeld. Und dann können wir die anderen zwei löschen, sodass wir halt nur eine Ebene haben. Und dann drücken wir auf Datei. Ihr könnt die auch noch speichern unter. Ich speichere die einfach unter dem Desktop. Ist ja egal. Aber das Wichtige ist, Datei exportieren als. Und dann wählt man hier auch TGA aus. TGA. Und dann müsst ihr hier oben, bei mir steht PNG, noch auf TGA ändern. Und drückt anschließend auf Speichern oder Exportieren. Und drückt auf Exportieren. So. Dann noch als Tipp, wenn ihr hier wirklich aktiv irgendwas bearbeiten wollt und ihr habt jetzt keine Ahnung, was weiß ich, was das zum Beispiel ist, einfach so wie ich gerade gemacht habe, einfach grün einfärben, Skin hochladen, dann seht ihr, was dieses Teil ist und ich ändere das jetzt nicht. So, jetzt öffnen wir wieder VTF-Edit, wählen Datei importieren, auf dem Desktop meine AK47, die wir gerade erstellt haben, .dga-Datei, drücken auf Öffnen. Jetzt machen wir Resize, den Haken raus und hier oben Generate Minimap, Haken raus, drücken auf OK. Jetzt lädt das ein wenig. Ich schiebe das mal hier rüber. Das steht meistens, kann auch sein, dass das hier das Programm reagiert nicht. Das ist eigentlich so gewollt oder ist meistens so hier Not Responding. Und jetzt haben wir hier unsere grüne angemalt und da oben I Love Me. Drücken Datei speichern als. Und wählen es einfach nur AK47 Love Me aus und speichern das Ganze. Jetzt haben wir hier auf dem Desktop die AK Love Me Datei. Jetzt starten wir Counter-Strike. Starten und ich muss mein Aufnahmeprogramm kurz umschalten. Ich hoffe mal, das geht auch so in einem. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich kurz einen schwarzen Bildschirm haben. Und ich kann auch wieder hier auf meinem Desktop zeigen, solange Counter-Strike noch nicht geladen ist. So, jetzt sollte Counter-Strike eigentlich laden. Ah, Entschuldigung. Irgendwie habe ich auch nur Schwarzscreen. Irgendwie hängt mein CS, glaube ich, gerade. Ich habe auch nur Schwarz. Ich sehe das gleiche, was ihr gerade seht. Ah, da ist er doch. So, bei mir hat sich die Konsole sofort geöffnet. Für die Leute, die die Konsole nicht sofort geöffnet haben, wie war das? Spieleinstellungen, glaube ich, war das. Entwickler, Konsole aktivieren, auf Ja stellen.
dann auf Tastatur und Maus nach ganz unten gehen, hier Konsole öffnen. Ich habe es auf Plus, aber hier wird immer das amerikanische angezeigt und auf der amerikanischen Tastatur ist, wo das deutsche Plus ist, das Gleichheitszeichen. Wenn ihr jetzt hier seid, die Taste drückt und sich die Konsole nicht öffnet, kann schon mal vorkommen, wie bei mir gerade zum Beispiel, dann drückt ihr einfach auf Inventar, drückt auf Plus und schon öffnet sich die Konsole. Nebenbei seht ihr, ich habe schon ein paar Keys, ich bin ein paar Keys am Sammeln für ein Case Opening und dann gebt ihr in die Konsole Work ein, einfach nur, dann habt ihr die Möglichkeit Workshop Publish, Workshop Startmap oder Workshop Workbench. Wir wählen natürlich Workbench aus und schließen die Konsole wieder. Wir ziehen uns das hier ein bisschen größer, das Fenster. Jetzt habt ihr verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich habe bei vielen gesehen, die nehmen Custom Paint Job. Ich nehme aber immer nur ganz Myth. Und jetzt seht ihr hier oben, also die Waffe wird schon mal schwarz, aber hier seht ihr oben Choose Pattern. Da drückt ihr drauf. Und jetzt ist das Dumme, man muss jedes Mal, weil es immer wieder in dem gleichen Ordner hier landet, den Pfad auswählen. Bei mir ist das C, dann Users, Legende, dann der Desktop und hier ist dann meine Datei. Ihr müsst halt wissen, wo ihr eure Datei abgespeichert habt. Wir drücken auf Öffnen und hier sehen wir dann unsere Waffe. Ihr könnt hier untersuchen machen, dann könnt ihr hier Pause machen und die Waffe so vorschieben, wie ihr wollt. Oder ihr könnt euch einfach auch hier Workshop drücken und drücken dann hier auf Pause. Jetzt müssen wir noch die Verschiebung der X-Achse und der Y-Achse und der Rotation ausmachen. Und wir wollen gucken, wie der Skin in Fabrik neu aussieht. Und ja, ich hoffe mal, so sieht das im Moment. Okay, ich sehe gerade, es ist trotzdem noch ein bisschen verschoben. Weil es geht hier rüber und der Skin. Okay. Ja, ich habe schon ein paar Leuten gesehen, dass das halt mit GIMP nicht so ganz funktionieren soll. Ich weiß halt nicht, woran das jetzt gerade liegt. Beim letzten Mal bei der MP7 hat alles geklappt, als ich das ausprobiert habe. Es kann sein, dass hier irgendwelche Rotationen irgendwie nicht stimmen. Gucken, man kann sich doch UV-Map angucken. So. Isle of Me ist da oben. Ja, es kann sein, dass ich die falsche Größe habe. Hier ist das Muster, was ich hochgeladen habe. Oh Leute, man kann das auch so drehen. Nice. Ja, ihr seht gerade, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Also, hier ist das Muster, hier ist das UV. Ey, zeig mir das Muster mit an. So, gucken wir noch mal. Isle of Me ist da oben. Das heißt, es muss eigentlich noch ein ganzes Stück mehr nach links. Naja, ich will jetzt nicht weiter dran rumhampeln. Ich werde mal gucken, ob ich dafür eine Lösung finde. Wenn nicht, ist das halt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, benutzt am besten einfach Photoshop statt GIMP und dann sollte das Ganze funktionieren. Das Ganze könnt ihr dann einfach irgendwo speichern oder speichern unter, wo ihr wollt. Stimmt, ich glaube, das muss man sogar speichern. Dann wählen wir einfach mal C wieder aus, gehen wieder auf User, gehen auf Legende und wählen wieder Name aus, Desktop und speichern das einfach nach als AK ab und drücken auf Speichern. Und jetzt habt ihr hier unten den Absenden-Button und jetzt drückt ihr auf Absenden. Jetzt könnt ihr euch noch ein Vorschaubild aussuchen. Dafür gehe ich nochmal auf meinen Desktop. Ah, dieses Geklicke nervt. Desktop und dann wähle ich mein Isle of Me PNG, drücke auf Öffnen. Das ist dann die Vorschau. Dann könnt ihr hier den Titel AK-47 Isle of Me auswählen, Beschreibung, bla bla bla. Und hier habt ihr halt die Datei, die Workbench-Datei, TXT-Datei. Hier könnt ihr noch die Quelldatei, TGA, auswählen. Und wieder das Ganze. Deswegen empfehle ich euch lieber irgendwie einen kurzen unter C irgendwas zu erstellen, damit das einfach schneller geht. Und dann können wir gucken. Ich habe die Workshop-Vereinbarung gedrückt und dann drückt ihr einfach auf Veröffentlichen. Ja, im Workshop ein. Okay. Ach, ich muss jetzt I understand. Okay. Oh, Description. It's a test for YouTube. Ja, YouTube soll man auch schreiben können. The publish. I understand. Okay. Publishing File und schon wird meine Datei jetzt im Workshop veröffentlicht. Ich hoffe mal, das Tutorial hat euch soweit gefallen. Ich werde jetzt mal versuchen herauszufinden, warum mein Skin jetzt gerade nicht wirklich oder richtig angezeigt wird.
Dann werde ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie in die Beschreibung packe, wie ihr das, worauf ihr achten müsst. Ansonsten hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen und irgendwas stimmt gerade mit meinem Internet nicht, das ziemlich lange lädt. Ich hoffe mal, ich konnte dem einen oder anderen in den knapp 15 Minuten helfen und jetzt öffnet sich irgendeine Website bei mir hier. Hier, Moment, ich schalte mal um auf Desktop. Hier könnt ihr sehen, mein Dingens wurde hier angezeigt und ich werde das wahrscheinlich gerade gleich wieder rausnehmen aus dem Workshop. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao. So, als kleiner Edit hinten dran, ich habe ganz einfach vergessen, ihr müsst hier die Regler einfach alle auf 0 stellen, beziehungsweise die Abnutzung könnt ihr halt selber einstellen. Und dann müsst ihr hier unten Ignore Weapon Size Scale drücken. Und schon habt ihr die Waffe. Ihr seht, hier ist der schön der Griff in grün. Und hier oben, wenn ich die Waffe hier rollen kann, dann seht ihr oben Isle of Me, was ich nach oben gepackt habe, weil ich nicht wusste, dass das oben ist. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre hier, aber egal. Auf jeden Fall, so könnt ihr dann halt eure Waffenskins angucken, indem ihr einfach hier Ignore Weapon Size Skill macht. Und dann bedanke ich mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ciao!